Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von A Beautiful Code in Python. Und diesmal mit dem nächsten Teil von Advent of Code. Ich habe ja hier schon mal angefangen, beim letzten Video diese Seite vorzustellen. Da gibt es dann immer Aufgabenstellungen, die man lösen muss. Und wir müssen halt Weihnachten retten. Und deswegen müssen wir alle Aufgaben lösen. Die Lösung der ersten Aufgabe war die 513. Und jetzt kümmern wir uns mal um die zweite Aufgabe. Wenn man sich das anschaut, dann ist es so, dass wir jetzt hier wieder dieselbe Textdatei nutzen können. Also wieder dieselbe Liste von Zahlen. Diesmal heißt die Aufgabenstellung ein bisschen anders. Und zwar ist es eben so, dass man jetzt eben sagt, schauen wir uns mal die Zahlen an, die als Zwischenergebnis rauskommen. Also wenn wir eben diese Zahlenreihe haben und die fängt jetzt meinetwegen an mit einer plus 1. Dann kommt als Zwischenergebnis erst einmal eine 1 raus. Und dann gibt es ein minus 2 und dann kommt als Zwischenergebnis erst einmal eine minus 1 raus. Das Ganze ist hier mal so ein bisschen dargestellt. Das sind quasi die Zwischenergebnisse, die rauskommen. Und die Aufgabenstellung besteht darin, festzustellen, wann das erste Mal bei diesen Zwischenergebnissen ein Wert erscheint, der schon einmal ermittelt wurde. Also hier haben wir eine 1, eine minus 1, eine 2, eine 3, eine 4, 2. Und jetzt ist das erste Mal ein doppelter Wert erschienen, nämlich die 2, die gab es schon mal als Zwischenergebnis. Und genau wenn das passiert, dann muss man die 2 als Ergebnis, als Lösung rüberschicken und das Ganze eben als Ergebnis eintippen. Und wenn es dann richtig war, dann kriegt man auch hier wieder einen goldenen Stern und hat die zweite Aufgabe gelöst. Und dann probieren wir das Ganze mal, wie man das in Python umsetzt. Und ich habe hier meine leere Datei vorbereitet. Advent of Code, Tag 1, Aufgabe 2. Und ich kopiere mir jetzt mal den Source Code von der ersten Aufgabe rein. Denn am Anfang fangen wir genauso an. Wir laden uns erst einmal aus der Textdatei alle Werte rein. Und die speichern wir in einer Liste ab. Und jetzt können wir allerdings nicht summieren, sondern jetzt müssen wir einzeln die Liste durchgehen. Und das machen wir in der For Loop. Also sage ich for Zahl in Zahlen. Zahl enthält dann immer den Wert, der in der Liste der Zahlen enthalten ist. Und dann möchte ich ganz gerne das Zwischenergebnis ermitteln. Und das Zwischenergebnis, können wir ruhig mal Zwischenergebnis nennen. Das setze ich am Anfang, bevor ich überhaupt in die Schleife einsteige, auf 0 und sage dann, okay, das verändert sich ja jetzt jedes Mal, wenn ich eine Zahl bekomme, indem ich halt zu dem aktuellen Wert des Zwischenergebnisses die Zahl dazu addiere. Also sage ich Zwischenergebnis plus gleich Zahl. Und das bedeutet dann, dass der Wert, der in der Zahl steht, genommen wird, der wird dem aktuellen Wert des Zwischenergebnisses dazu gerechnet und dann wird der neu ermittelte Wert gleich unter der Variablen Zwischenergebnis abgespeichert. So, und jetzt haben wir eben in Folge, das sind ja über 1000 Zahlen, die wir hier haben, dann haben wir natürlich auch über 1000 Zwischenergebnisse. Jetzt haben wir hier verschiedene Ergebnisse, aber wir wissen nicht, ob dieses Zwischenergebnis schon jemals vorher vorgekommen ist. Und jetzt müssen wir mal prüfen, ob denn dieses Zwischenergebnis schon mal auf dem Tisch lag, sage ich jetzt mal. Deswegen merken wir uns jedes einzelne Zwischenergebnis. Also wir prüfen jetzt hier mal nach, ob das Zwischenergebnis, if Zwischenergebnis, in einer Liste existiert. Und ich sage jetzt mal, ich gebe jetzt mal eine neue Liste. Das ist die Liste der Zwischenergebnisse. Wenn das der Fall ist, dann haben wir jetzt die Lösung gefunden und sagen print Zwischenergebnis und dann brauchen wir eigentlich auch diese Vorschleife nicht mehr weiter durchzuführen, sondern wir können hier sofort abbrechen. Also sagen wir hier break und das war's. Wenn allerdings dieses Zwischenergebnis noch nicht in der Liste der Zwischenergebnisse vorhanden ist, dann nehmen wir dieses neue Zwischenergebnis in die Liste auf und sagen, also else, wenn es also noch nicht da drin ist, dann sagen wir
Zwischenergebnisse. Achso, warum ich da mit groß angefangen habe, weiß ich auch nicht. Also fangen wir hier mal mit klein an und sagen Zwischenergebnisse append. Und zwar kommt ein Zwischenergebnis dazu. Das ist quasi auch wieder eine Liste, die halt dann um den Wert ergänzt wird. Aber das nehmen wir nur dann auf, wenn der noch nicht schon vorhanden ist. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssten, ist eben diese Liste auch mal anzulegen. Ansonsten schmeißt uns Python da ein paar Fehler um die Ohren und sagen, wir müssen erst einmal eine neue Liste der Zwischenergebnisse anlegen. Und dann lassen wir das mal laufen. Genau, und das Programm wird komplett durchlaufen. Das sieht man hier. Aber es gibt keine Printausgabe. Das liegt vor allem daran, dass es, obwohl er jetzt alle über 1000 Werte durchgearbeitet hat, er kein einziges Zwischenergebnis hatte, was schon mal vorgekommen ist. Und das ist auch in der Aufgabenstellung so beschrieben. Hier wird nämlich gesagt, dass es durchaus sein kann, dass man die Liste mehrfach durcharbeiten muss. Also immer wieder die Liste, wenn man am Ende angekommen ist, die Liste komplett von vorne nochmal anfängt. Und das Zwischenergebnis, was wir haben, verändert sich dann ja, weil wir ganz zum Schluss irgendwas raus haben und dann fangen wir mit dem ersten Wert wieder an. Und so wird quasi die Anzahl der Zwischenergebnisse immer mehr erhöht, bis wir dann schließlich mal irgendwann einen doppelten Eintrag finden. Also müssten wir sagen, diese ganze Vorschleife hier, die müsste auch nochmal in eine Schleife reingesetzt werden. Aber wie oft soll diese Schleife durchgeführt werden, das wissen wir gar nicht. Und immer dann, wenn wir nicht wissen, wie oft eine Schleife durchgeführt wird, dann sagen wir einfach while. Also while heißt eben, führe das aus, bis eine bestimmte Bedingung zutrifft. Und jetzt sagen wir, while nennen wir mal not Ergebnis gefunden. Also solange Ergebnis gefunden nicht auf true steht, machen wir das, was hier als Block schon enthalten ist. Und Ergebnis gefunden ist auch wieder ein Variablennamen, den ich noch gar nicht angelegt habe. Also sage ich jetzt erstmal Ergebnis gefunden gleich false. Also ich habe noch kein Ergebnis gefunden. Und solange das der Fall ist, wird er das immer weiter, immer wieder durchführen. Und wenn er hier schließlich irgendwann mal ein Zwischenergebnis gefunden hat, was schon in der Liste enthalten ist, dann soll er Folgendes machen. Er soll jetzt sagen, Ergebnis gefunden ist gleich true und dann hier abbrechen. Und dieses Break bezieht sich auf die Vorschleife und er würde dann eben die Vorschleife nicht mehr durchführen. Und Ergebnis gefunden geht auf true, damit while not Ergebnis gefunden, true ist dann falsch und er würde dann auch diese while-Schleife verlassen. Und jetzt führen wir das Ganze auch nochmal aus. Und da ratata und ratata und ratata und sieht jetzt, dass er noch nicht fertig ist mit dem Programm. Und vielleicht irgendwann mal ein Ergebnis findet. Und er arbeitet jetzt die Liste, ich weiß gar nicht, wie oft er die durcharbeitet. Aber eben relativ häufig jetzt durch. Und mal gucken, wann er was findet, was als doppelter Eintrag dann hier auftaucht. Ja, ich habe das Programm jetzt einmal abgebrochen, weil das ziemlich lang gedauert hat. Und ich zeige mal, was da eigentlich passiert, warum das so lange dauert. Und zwar scheint es so zu sein, dass er diese Liste der über 1000 Zahlen immer wieder durchgeht. Und es verdammt oft durchgehen muss. Und dabei stellen wir fest, dass es immer länger dauert, nochmal neu durchzugehen, weil die Liste der Zwischenergebnisse, die hier auftaucht, die wird immer größer und er muss bei dieser Prüfung, ob ein neues Zwischenergebnis in den Zwischenergebnissen existiert, braucht er immer mehr Zeit, diese sehr, sehr lange Liste durchzugehen. Und ich zeige mal, wie das in etwa hier abläuft, indem wir einfach mal mitplotten, wie häufig er diese White-Schleife durchläuft, also wie viele Durchgänge er braucht. Und wir wissen ja, wenn man sich mal hier den Input anschaut, das war ja aus der ersten Übung, das 1016 Zahlen. Und jeder Durchlauf bedeutet, dass er wieder 1016 Zahlen durchgeht. Also sage ich mal, ich möchte ganz gerne mal mitplotten, so ein Zähler, Anzahl Loops.
gleich 0. Und jedes Mal, wenn ich hier in die While-Schleife gehe, sage ich Anzahl Loops plus gleich 1. Also der Zähler erhöht sich um 1 und dann printe ich Anzahl Loops. Und dann starten wir das mal und da sieht man, wie hier eben diese While-Schleife durchlaufen wird und dass er jetzt eben diese 1016 Zahlen, das 31. jetzt das 34. Mal, und man merkt eben, dass er langsamer wird, weil wir eben jetzt zum Beispiel bei 43 haben wir 43 mal 1016 Zwischenergebnisse. Das heißt, wir haben 40.000 Zwischenergebnisse in dieser Liste der Zwischenergebnisse. Jetzt haben wir schon über 56.000. Und er prüft jedes Mal bei jedem neuen Zwischenergebnis, ist dieses Zwischenergebnis in der Liste drin. Und das macht er, wenn hier in die Zahl hochgezählt wird, hat er das 1016 Mal gemacht. Also er hat jedes einzelne Zwischenergebnis in dieser jetzt 70.000 Zahlen langen Liste durchgeprüft und geguckt, ob er diese Zahl schon jemals irgendwann hatte. Und es wird langsamer und langsamer und langsamer. Warum ist das so? Ich unterbreche das hier gleich mal. Hier unten einfach STRG C eingeben. Das liegt vor allem daran, dass diese Prüfung hier, if-Zwischenergebnis in dieser Liste, die zu diesem Zeitpunkt über 80.000 Zahlen enthält, da nutzt Python eben im Hintergrund, geht er eigentlich jede einzelne von diesen 83.000 Zeilen durch und prüft, ob diese Zahl in dieser Liste enthalten ist. Und das dauert eben sehr, sehr lange. Also insofern, wenn wir das jetzt einfach mal, weiß ich nicht wie lange, eine halbe Stunde laufen lassen würden, würden wir wahrscheinlich das richtige Ergebnis rauskriegen. Also das Programm ist völlig fehlerfrei, aber leider nicht performant. Und da wir ja unter dem Motto A Beautiful Code in Python unterwegs sind, wäre jetzt die Frage, gibt es ein schnelleres Verfahren? Und in der Tat, das gibt es. Es gibt statt einer Liste das sogenannte Dictionary. Und das wird eben dargestellt, indem man hier geschweifte Klammern eingibt. Ein Dictionary enthält immer einen Wert, oder man sagt immer ein Key, das ist der Schlüsselwert, und dann ein Value, einen Wert, der zu dem Schlüsselwert dazu gesetzt wird. Das Besondere bei diesen Dictionaries ist, dass sie extrem schnell sind. Also diese Prüfung, ob ein Wert in dieser Liste der Key Values enthalten ist, funktioniert quasi ohne Zeitverzögerung. Er muss nicht alle Werte durchgehen, sondern dahinter steckt ein sehr ausgefeiltes binäres Suchverhalten, was extrem schwer ist, das selbst zu programmieren. Aber Gott sei Dank haben uns die Python-Entwickler das ja abgenommen. Wir müssen einfach nur ein Dictionary benutzen. Und dann sage ich, okay, ich lege hier oben ein leeres Dictionary an. Und dann sage ich hier unten, eigentlich lasse ich das Programm fast genauso, wie es vorher war. Ich prüfe auch, ob das Zwischenergebnis in den Zwischenergebnisse ist. Und wenn es dann da drin ist, dann gebe ich es raus und breche das Ganze ab. Der einzige Unterschied besteht hier im else-Zweig. Bei einem Dictionary sagt man nicht append, sondern beim Dictionary sagt man Zwischenergebnisse, und dann kommt in eckigen Klammern kommt der Schlüsselwert, also der Key wird eingegeben. Das ist unser Wert Zwischenergebnis. Und dann möchte er dazu ein Value haben. Und dann sage ich immer einfach nur, irgendwas muss ich eingeben dazu, false, im Sinne von, dieses Zwischenergebnis war noch nicht die richtige Lösung. Und jetzt schauen wir mal an, was diese kleine Änderung an Geschwindigkeitszuwachs bringt. Und ich starte das Programm jetzt nochmal. Und das war's. Wir haben ja hier bei 80 irgendwie abgebrochen vorhin. Kann man ja hier ganz gut sehen. Bei 83 haben wir abgebrochen. Und jetzt ist er eben gerade in dieser, unter einer Sekunde, ne, ist er bis 144 Durchläufe gegangen. Zu dem Zeitpunkt bestand dann dieses Dictionary aus über 144.000 Zahlen. Und man merkt überhaupt keine Zeitverzögerung. Und das, was wir hier ganz zum Schluss sehen, 287, das ist das Ergebnis. Und wenn ich das Ergebnis dann hier eingebe, und das habe ich schon gemacht, dann steht eben hier, your puzzle answer was 287.
Und damit habe ich auch hier einen goldenen Stern bekommen. Und wenn ich jetzt hier mal wieder auf Advent of Code gehe, dann sieht man hier, der erste Tag hat schon 2 Sterne, also beide Aufgaben gelöst. Oh, und hier erscheint langsam so eine Art, sieht aus wie so eine Art Tannenbaum, ne? Okay, mal sehen, wie sich das dann weiterentwickelt. Und das war schon die Lösung für die zweite Aufgabe. Ja, das soll es gewesen sein. Viel Spaß dabei und mal sehen, was dann am zweiten Tag mit der dritten Aufgabe passiert. Bis denn. Ciao.